Heute gibt es ein Video zum Thema Selbstliebe mit dem Satz: Du verdienst all die bösen Worte nicht, die du zu dir selber sagst. Wenn wir bewusst werden, was wir ständig denken, kann es einen manchmal erschrecken, was da für negative Gedanken über einen selber sind. Selbstverurteilung, Kritik, Scham, Schuld, sich selber hassen für gewisse Entscheidungen, die man irgendwann mal vor einigen Jahren getroffen hat. Für Dinge, die man getan hat, wo man es einfach nicht besser wusste. Wenn wir aber uns mit Psychologie ein bisschen auskennen, ein bisschen mit dem Manifestieren, ein bisschen mit dem Quantengesetz auskennen, dann wissen wir, dass wenn wir Dinge denken und diese Dinge, die wir denken, mit starken Gefühlen aufgeladen sind, unsere Realität manifestieren, mit erschaffen. Muss man aufpassen, wie ich sage, weil es gibt einige, die sich dann aufregen und sagen, nein, wir erschaffen nicht, Gott erschafft für uns. Gott ist in deinem Körper drin. Also wenn du wirklich religiös bist, dann weißt du, dass Gott, als er dich erschaffen hat, ein Stück von sich in dich eingehaucht hat. Das heißt, Gott ist in dir drin. Und deswegen erschaffst du mit ihm zusammen. Okay? Das bedeutet, wenn unsere Worte so mächtig sind, wie Zauberwörter sind unsere Wörter, die wir sagen, die wir denken, egal ob wir über uns reden oder über andere reden, ist scheißegal. Du hast ein Energiefeld um deinen Körper herum. Alles, was du sagst, alles, was du verurteilst, alles, was gerade mit sehr starken Emotionen aufgeladen ist, das ist Energie. Das erschafft immer wieder deine Realität. Und das ist das Problem, was viele Menschen haben, dass sie in Problemen festsitzen, und ich rede hier aus eigener Erfahrung, und sich wundern, warum sie nicht rauskommen. Ich mache doch alles, ich bin doch ein guter Mensch. Ich erledige alles, ich tue alles und trotzdem stecke ich immer noch drin und man kommt immer tiefer, wie in der Bibel. Den Armen wird mehr genommen, den Reichen wird mehr gegeben. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie der Satz heißt, aber so in die Richtung. Und Joseph Murphy hatte darüber gesprochen oder darüber geschrieben, dass Menschen sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, ja, aber warum und wie ungerecht? Es geht nicht darum, Arm, Geld, es geht nicht darum. Es geht um dein Bewusstsein, um deine Gefühle, um deine Gedanken. Wenn du sehr arm bist und dich ständig damit darüber beschwerst, wie arm du bist und dich arm fühlst, wirst du immer ärmer. Die Reichen fühlen sich reich. Da ist das Gefühl da, die Gedanken da. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Problem bin und den ganzen Tag mich um das Problem aufrege, es meiner besten Freundin erzähle, meiner Mutter erzähle, meiner Nachbarin erzähle und den ganzen Tag mich darüber aufrege, was erschaffe ich denn damit? Kann sich mein Energiefeld verändern? Du kannst es dir vorstellen wie in einem Comicfilm. Dein Energiefeld, mit was ist es gefüllt? Ist es mit dunkler, stinkender Rauch gefüllt? Oder kannst du Schritt für Schritt ein bisschen reinigen mit dem neuen Wissen, dass du sagst, okay, der allererste Schritt wäre, wenn ich in einem starken Problem bin, dass ich überlege, was ist da für ein Gefühl da? Ja, mir erstmal die ganzen Gefühle anschauen. Kann ich den Gefühlen erlauben, erstmal da zu sein? Und dann gucken, kann ich jetzt neue Gefühle hinzufügen? Kann ich irgendwie etwas Neues, etwas, was mir wirklich Freude bringt im Alltag, vielleicht 2 Minuten einen lustigen Film anschauen oder sowas, damit ich ein bisschen mehr Freude habe, um da in die Reinigung zu gehen? Dein Selbstwert wird immer dann geschwächt, wenn du dich selbst ständig verurteilst. Wir dürfen uns ja auch mal verurteilen, das kommt vor. Aber halt nicht die ganze Zeit dran, das machen wir doch alle. So sind wir Menschen doch, die meisten Menschen von uns. Weil wir es schon sehr früh lernen im Kindergarten und in der Schule, dass wir verurteilt werden für Dinge, die wir vielleicht nicht ganz verstanden haben oder falsch gemacht haben. Aber wir können üben, da rauszukommen, immer liebender zu dir zu sein. Die Kleidung, die du trägst, die darf sich freuen, dass du sie trägst, weil du sowas Besonderes bist. Den Schmuck, den du trägst, nicht er macht dich schöner, du machst den Schmuck schöner, weil du was ganz Besonderes bist. Und ich rede hier nicht von eingebildeter Arroganz. Es geht wirklich darum, dich selber wert zu schätzen für das, was du bist. Es wurde uns fast rausgeprügelt in unserer Geschichte, in unserer Welt, dass wir Sünder sind und dass wir nichts wert sind. Wir sind unglaublich viel wert. Und jeder macht Fehler und jeder sündigt mal. Das macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen. Du bist trotzdem wertvoll, weil du ein ganz, ganz wertvolles Puzzlestück in diesem Universum bist. Ohne dich würde das fehlen. Ohne dich würde Gott, der in dir drin ist, diese höhere Intelligenz, die in dir drin ist, die Erfahrung nicht machen können, durch deine Augen zu sehen, durch deine Ohren zu hören, durch deinen Körper zu fühlen. Das würde komplett fehlen. Deine Erfahrung würde fehlen. Deine Erfahrung ist wichtig, sehr wichtig. Der andere Punkt ist, dass wir unsere Selbstliebe, unsere Selbstwertschätzung kaputt machen, wenn wir unehrlich, unauthentisch sind.
Unser Unterbewusstsein hört ja die ganze Zeit zu und weiß, ob wir lügen und ob wir nicht lügen. Wenn ich mich hier hinstelle und euch irgendeinen Scheiß erzähle, kann ich damit Eindruck schinden und vielleicht mögt ihr mich dann mehr, aber ihr mögt dann eine Person, die ich ja gar nicht bin. Das Unterbewusstsein weiß, dass du lügst und das macht immer ein Stückchen deine Selbstwertschätzung kaputt. Das ist immer, belügst du andere, belügst du dich selber. Was noch die Selbstwertschätzung kaputt macht und die Selbstliebe kaputt macht, ist, wenn wir über andere Menschen schlecht reden. Wenn wir andere Menschen schlecht machen. Das machen wir ja oft, habe ich auch früher gemacht. Und ich habe es nicht mal gemerkt, um mich besser zu fühlen. Ja, also ich fühle mich dann so schlecht. Ist krass, wenn ich so zurückdenke, schäme ich mich sogar. Aber ich erzähle es euch, weil ich weiß, dass mich kaum jemand dafür verurteilen wird. Aber ich habe wirklich hier und da mal andere schlecht gemacht, um mich besser zu fühlen und auch um vor anderen besser dazustehen, weil ich bin ja nicht so. Das macht die Selbstwertschätzung kaputt und deine Selbstliebe kaputt. Wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wirklich, wirklich uns selber wertzuschätzen für das, was wir sind, uns selbst zu feiern, wie wertvoll wir sind, dass ich keine Chanel-Tasche brauche, dass ich keine Yves Saint Laurent-Tasche brauche oder diesen geil, also natürlich, aber nicht brauche, um mich und meinen Wert zu erhöhen. Sondern von dem Standpunkt auszukommen, wenn ich diese Sachen trage, erhöhe ich den Wert der Tasche. Es geht wirklich darum, in die Selbstwertschätzung zu gehen und irgendwann an den Punkt zu kommen, dass du wirklich wertvoll bist. So wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist so, du bist wertvoll. Egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was man mit dir gemacht hat, egal was du gemacht hast, egal was für Erfahrungen du gemacht hast, trotzdem bist du. Und gleichzeitig bist du wertvoll, nicht nur trotzdem. Gleichzeitig bist du wertvoll. Als Seele. Denn du bist mehr als dieser Körper. Du bist nicht nur dieser Körper. Den Körper hast du dir nur ausgeliehen. Das ist genau wie mit dem 10-Euro-Schein. Ihr kennt das ja. Oder 20-Euro-Schein. Wenn ich auf den spucke, den trete, wird er weniger wert? Nein. Er wird nicht weniger wert. Genauso ist es auch mit deinem Körper. Er wird nicht weniger wert, egal was passiert ist. Egal, was passiert ist. Und da könnte man noch viel, viel tiefer gehen. Vielleicht mache ich nochmal ein Live dazu, um nochmal darüber zu reden. Wir haben innere Anteile in uns. Wir haben die innere, Prostituierte, sagt man das so, in uns, die sich unter Wert verkauft, die sich ausnutzen lässt, die es mit sich machen lässt. Wenn wir mit unseren inneren Anteilen uns verbinden, kann unsere Wertschätzung steigen, weil wir die inneren Anteile sehen. Die Faule in uns, die Lügnerin in uns, die Eingebildete in uns. Wir haben ganz, ganz viele Persönlichkeitsaspekte, die trotz allem auch in uns sind. Auch wenn wir sie, gerade wenn wir sie in anderen Menschen verurteilen, ist das auch extrem in uns. Und wenn wir uns mit all unseren Anteilen lieben, mit all unseren Schattenanteilen, mit all unseren dunklen Anteilen, die auch in uns sind, wenn wir die anfangen zu akzeptieren, dann erst können wir wirklich in die Selbstliebe gehen. Und auch dann erst fangen wir an, andere Menschen nicht mehr zu verurteilen für das, was sie tun und für das, was sie sind. Wie oft kriege ich mit, wie Mütter so schlimm mit ihren Kindern umgehen. Also wirklich, ich habe es erst vor kurzem, es hat mir das Herz gebrochen. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ich möchte es gar nicht erzählen. Was ich dann in solchen Fällen tue, früher hätte ich die Mutter verurteilt. Was ist denn das für eine? Mittlerweile schicke ich ihnen Liebe, weil ich weiß, dass die Mutter nur so mit ihrem Kind umgehen kann. Also wenn sie echt ein Kind ohrfeigt in der Öffentlichkeit, so ein kleines dreijähriges Kind, weil es unbedingt was haben wollte, das ist egal, ich will da gar nicht drauf eingehen, da kommen mir die Tränen, dann ist schwierig, ist wirklich schwierig, aber braucht man wirklich eine gewisse Geduld und eine gewisse Reife, als ob ich jetzt so reif wäre, aber ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Ich sehe, dass einfach diese Mutter überfordert sein muss. Ich sehe, dass diese Mutter keine Ahnung, was sie von der Vergangenheit gehabt haben muss. Sie muss überfordert gewesen sein in dem Moment. So viele Gefühle in ihr, die gebrodelt haben wie in einem Vulkan. Und dann ist es einfach raus auf das Kind. Ich kann es verstehen, ich habe ja selber Kinder. Manchmal, gerade dann, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann darf ich mich wirklich nicht beherrschen, aber mit meinen Emotionen bleiben, um nicht den Druck, den ich in mir verspüre, auf sie abzulassen. Und deswegen da, wenn du anfängst, dich immer mehr wertzuschätzen, kannst du auch diese Menschen wertschätzen und ihnen diese Liebe schicken. Und glaub mir, es kommt an. Und dann werden solche Menschen ruhiger und entspannter. Sie werden ruhiger und entspannter. Wenn ich da voller Hass an ihr vorbeigehe und sie eingebildet arrogant angucke, wird sie wahrscheinlich noch wütender. Wenn ich aber sage, Gott segne dich und Gott heile dich und Gott öffne deine Augen, für das du siehst und erkennst und heilst und Gott segne auch dein Kind und weitergehen und mir wirklich vorstellen, wie ich da ganz viel Licht und Liebe lasse, wird das harmonischer sein
als andersrum, wenn ich lästere. Der Dan, Dr. Dane Wire, wie heißt er nochmal? Egal, ich werde es euch einblenden. Hat ein tolles Buch geschrieben, vielleicht mache ich ein Foto davon und blende es euch ein. Da hat er irgendwie Mütter oder Kinder, beziehungsweise Kinder interviewt oder Mütter gefragt und die haben erzählt, was Kinder für, ja, Kinder erzählen einfach. Und da gibt es ein Kind über ihre spirituellen Erfahrungen. Die können sich noch an den Himmel erinnern, an ihre vorigen Leben erinnern und so weiter und so fort. Und da ist dann ein Kind, der über das Gebet gesprochen hat. Da hat er dann erzählt, dass er immer, wenn die Oma für Opa betet, sieht er einen weißen Lichtstrahl. Und das sehen aber auch Menschen, die sehr hellsichtig sind. Die sehen das und erzählen das auch immer wieder, dass wenn du betest, oder wie in dem Fall jetzt mit dieser Frau, wo ich ihr einfach, Gott segne sie, es kommt an. Ich habe das früher auch nicht wirklich wahr, ich bete immer schon, ich habe so gelernt von meinen Eltern, aber ich wusste nie, dass es wirklich ankommt, dass wenn ich für einen Menschen bete, oder das Segnen mache ich jetzt erst, das habe ich früher nicht gemacht, aber das ganz normale Gebet machen ja viele, die es von den Eltern gelernt haben. Aber dass das ankommt bei den Menschen, dass das was macht mit den Menschen und auch Menschen, die im Koma sind zum Beispiel, die nehmen das wahr und wissen, auch Verstorbene, sagt man. Ich weiß nicht, also das sind alles Dinge, die ich da gelesen habe. Ob das stimmt, kann ich euch nicht sagen, aber das fühlt sich für mich so stimmig an, dass wenn man dann zum Beispiel für einen Verstorbenen betet oder für einen, der im Koma oder im Krankenhaus, merkt es dieser Mensch und er weiß auch, von wem das Gebet kommt. Diese Nahtodeserfahrungen, ich habe mir so einen Kanal abonniert, ich mache immer so viel Werbung für den, empirische Jenseitsforschung, da gab es auch schon viele Menschen, ich wollte gerade sagen Patienten, die sind jetzt wieder gesund, die erzählt haben und ich habe, während ich dann da im Koma lag, gemerkt, dass zum Beispiel die meistens Menschen für sie beten, die noch nicht mal zur Familie gehören. Das ist dann die Nachbarin oder die Tante oder eine ehemalige Haushälterin, die dann für diesen Menschen betet und er spürt, dass das bei ihm ankommt. So, das war jetzt das Thema Selbstliebe, ganz, ganz viel drüber geredet. Alles Liebe und bis bald zu einem der nächsten Videos. Wenn du irgendwie weitere Fragen hast, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare und bis bald.